Mein Name ist Mel. Also ich bin Mai. Daniela. Lea. Pamela. Tipsuda. Ich heiße Imahan. Ich heiße Marzia. Mein Name ist Raphael. Mein Name ist Mara. Heidi. Mein Name ist Flora. Ich habe ein YouTube-Reaction-Video angeschaut über BTS und dann habe ich das Musikvideo zu DNA angeschaut und dann wollte ich nur wissen, wie sie heißen, beziehungsweise habe ich mir gedacht, ich muss sie unterscheiden können und dadurch, ja, hat es einen Lauf genommen. Also ich war auf YouTube unterwegs und habe ein random Video angeschaut und dann wollte ich das nächste Video drücken, aber ich habe auf BTS gedrückt und das war Blotzen Tears und dann hatte ich so ein Ohrwurm und dann habe ich nur BTS gehört. Meine Freundin hat mir halt BTS gezeigt und ich war so, damn, they looking good, und das erste Lied war Dope und seitdem kenne ich jetzt BTS, also ja. Durch Mel, das Mädchen, was gerade geredet hat, sie hat mir einfach BTS gezeigt, hat so lange gespielt, bis ich dann irgendwann so war, okay, die sind echt cool, die muss ich hören. Ich habe mir auf YouTube Videos angeschaut von BTS und dann wollte ich dies nennen. Also meine Schwester hat sich halt BTS-Videos angeschaut und dann hat sie halt mal gesagt, ich soll auch mal schauen und ich habe es mir dann angeschaut und dann wollte ich halt nur die Namen wissen und dann habe ich mich halt immer mehr und immer mehr damit beschäftigt und irgendwann fand ich die halt dann so toll, dass ich nur mehr BTS gehört habe. Durch Instagram, glaube ich. Also es wurde mir einfach mal in meinem Explore vorgeschlagen und dann, ja. Von Freunden und ja. Durch die Hanna, eine Klassenkameradin und Freundin von mir. Über eine Freundin aus meiner Klasse. Ich habe halt K-Pop gehört, generell. Und dann habe ich irgendwann halt eben ein Video gesehen von BTS und dachte mir so, okay, anderes K-Pop höre ich auch mal an und es hat mir halt sehr gefallen und dann bin ich in sie halt reingekommen in die Gruppe und war total verliebt. Ich habe auf YouTube ein Lied angehört und das hat mich wirklich motiviert und so bin ich zu denen gekommen. Ich habe es durch ein paar Freunde aus meiner Klasse bzw. aus meiner Schule zuerst entdeckt. Also ich war, ich habe früher jeden Freitag so im Fernsehen geschaut, da war immer so ab 19 Uhr so kam Musik und dann kam ein Video von BTS und das hat mir halt gefallen. Und ja, ich wollte eigentlich nur wissen, wie einer heißt, ich glaube, das war J-Hope, aber am Ende, ja. Meine Oma ist halt ein koreanischer Fan, also generell von Korea. Dadurch habe ich dann angefangen, K-Pop zu hören und irgendwann bin ich dann auf BTS gekommen. Seit 2017. Fast 3 Jahre. Seit 4 oder 5 Jahren. Seit ungefähr 1,5 Jahren. Seit 2016. Seit ein bisschen mehr als ein Jahr. Ich glaube seit 2017. Ende 2017, ja. 3 bis 4 Jahre. Seit 2018. Mai. Seit Januar 2016. Den Osterferien 2018. Ich glaube, seit 2017. Seit Anfang Sommerferien 2017. Mein Lieblingssong ist Spring Day. Zurzeit eigentlich Promise von Jimin. Ich habe alle gern, aber derzeit ist mein Lieblingssong Make It Right. Mein Lieblingssong ist Fake Love. Aber im Moment Dionysus. Boy Flo. Nein, wirklich nicht. Mir gefallen wirklich alle. Zurzeit ist es entweder Dionysus oder Love Myself. Boah, das sind viele. Also, jetzt ist mein Lieblingslied James. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. James Wu. Euphoria? Einfach, weil das Lied von den Vocals her so schön ist. Gerade ist es Dionysus und wegen dem Konzert ist es aber auch Mikrokosmos, ja. Wer ist ein Bias? Ein Bias ist Kim Namjoon. Und warum? Because he's the king. Also mein Bias ist Jungkook, weil
jeder will ihn, glaube ich, haben. Er ist cute, er ist lustig, er ist handsome. Jin. Mein Bass ist J-Hope und weil er einfach, er ist einfach toll und er ist einfach ein sehr lebensfroher Mensch und das ist eben das, was mir so an ihm gefällt. Mein Lieblingssong ist zurzeit eigentlich Promise von Jimin. Weil er perfekt ist. Jungkook. Einfach weil er, ich weiß nicht, der strahlt so eine Freude aus und ist einfach immer so süß. Jungkook. Warum? Also ich habe mir einmal Perfect Man angeschaut, also Cover von Perfect Man und keine Ahnung, Jungkook war halt irgendwie, ja. J-Hope, ich mag halt dieses, dass er rappen kann und dass er tanzen kann und generell auch sein Visual. Es wechselt immer, aber gerade ist Jin und J-Hope. Einfach keine Ahnung, Jin ist so lustig und was ich in ihm mag, ist, dass er eigentlich recht schüchtern ist, aber trotzdem so alle anspricht. Und keine Ahnung, J-Hope ist aber auch einfach, er kann so viel, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, der. Man merkt das vielleicht oft nicht sofort, weil er, aber egal. Wie? Weil ich habe mir eben zuerst Musikvideos angeschaut und dann habe ich mir eben so Meme-Videos angeschaut und alles Mögliche. Und er ist halt für mich ziemlich rausgestochen und ich fand ihn echt cool. Und ja, und dann war es irgendwann so, ja okay, er ist mein Bias definitiv, er passt einfach perfekt. Suga, weil I love is everything, wie Jimin sagt. Es hat mir gezeigt, dass ich perfekt bin, so wie ich bin und ich mich selbst lieben sollte, so wie ich bin. Und hat mir gezeigt, dass nach jeder schwierigen Zeit auch schöne Tage wiederkommen. Also ich hatte in meinem Leben schon schwere Zeiten gehabt und dann habe ich, weil an den Tagen, wo ich schlechte Zeiten gehabt habe, BTS angeschaut, damit sie mich immer glücklich machen. Und, ja. Also sie haben mich motiviert weiterzumachen, auch wenn ich jetzt manchmal wirklich keine Motivation hatte mehr was zu machen. Also sie haben mir durch sehr viele Sachen geholfen und ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Und, ja. Ich habe ziemlich viele neue Freunde gefunden. Und ich habe selber auch ziemlich viele Leute zum K-Pop und zu BTS gebracht, was ich ziemlich cool finde. Und ja. Ich würde jetzt nicht wirklich sagen, dass sie es sehr beeinflusst haben. Es hat einfach im generellen K-Pop mein Leben beeinflusst. Aber ich habe einfach durch K-Pop und BTS einfach gemerkt, wie viel Spaß man im Leben noch haben kann. Ich habe durch BTS sehr viele neue Leute kennengelernt und auch sehr viele neue Freundschaften geschlossen. Sie machen mich immer halt glücklich und so. Also es hat schon sehr stark meine Emotionen beeinflusst innerhalb der anderthalb Jahre. Und ich fühle mich auch wirklich besser als davor, um ehrlich zu sein. Also eigentlich früher war mein Leben komplett langweilig. Ja. Und ja, und keine Ahnung, irgendwie als ich BTS gehört habe, habe ich immer mehr Menschen kennengelernt und dann ist mein Leben irgendwie so, wie soll ich sagen, zu einem Abenteuer geworden und keine Ahnung. Ja, genau. Okay. Ja, das hat mich halt glücklich gemacht, ja. Dankeschön. Definitiv dadurch, dass ich weniger Freizeit habe, aber auch einfach dadurch, ja, es ist einfach schön, immer wieder, wenn man neue Leute kennenlernt durch BTS und einfach, es verbindet einfach mit sehr vielen Leuten und ich habe zum Beispiel eine meiner besten Freunde, mit dem ich dann keinen Kontakt mehr habe, mit dem hatte ich dann wieder Kontakt, wo wir beide BTS gehört haben. Und das war schön. Sie haben mir aus schweren Zeiten geholfen und ich kann mir ein Leben ohne sie eigentlich nicht wirklich gerade vorstellen jetzt. Also ich habe nicht so ein Lieblingszitat, aber ich habe einen Song, wo mir der Lyrics am meisten gefällt und zwar Microcosmos. Ja. You show me I have reasons I should love myself. The truth untold. Bogo Shipta. Ich heiße Zeynep. Also ein Zitat von Jin wäre jetzt Thanks Mom for giving me life so that I can eat good food. So irgendwie war's. Mein Lieblingszitat ist I should love myself. Von Suga gibt's eines. When you take music away, there will be nothing left oder so. Ja. Zitat von Suga.
I like to be born as a stone in my next life. I purple you. Es hat es auf jeden Fall aufgeweckter gemacht und ein bisschen, also bunter eigentlich, ja. Ja. Von Jin, hey, stop it. Deine Nachricht an BTS. Meine Nachricht an BTS ist, danke für alles. Danke, dass es euch gibt. Und fighting. Ihr seid ganz toll. Ich danke euch für alles und macht weiter so. Ich bin BTS sehr dankbar für deren Musik und für die Unterstützung, die sie mir geben. Auch wenn sie es nicht wissen, haben sie mir sehr weitergeholfen. Ihr seid mir sehr, sehr wichtig, weil ich eben ziemlich viele Freunde durch euch gefunden habe. Und auch irgendwie, also ich bin auch immer am Lernen, mich selbst zu lieben, weil ich es nicht so einfach finde, aber es fällt mir definitiv leichter durch euch. Also es gibt keine Worte, die beschreiben, was man, wieso man sie liebt und so. Und ja, ich wollte einfach sagen, ja, ihr sollt nicht zu hart arbeiten, egal was ihr macht. Ihr macht uns trotzdem immer glücklich. Und ja, wir lieben euch. We purple you. Ich habe euch echt lieb. Und ich will einfach nur, dass ihr glücklich seid. Ich denke, das ist einfach das Wichtigste. Und kommt nach Wien. Macht weiter so und schaut, dass ihr euch nicht überarbeitet. Und das Konzert war super. So lange. Ja, immer weitermachen. Wie gesagt, ich bin jetzt schon seit anderthalb Jahren ARMY und in der Zeit war wirklich vieles besser und ich habe wirklich immer mehr angefangen, diese Musik zu lieben. Und ich hoffe, ihr macht immer so weiter. Sie sollen unbedingt nach Wien kommen. Und natürlich sollen sie ihre Träume behalten und immer dieselbe Person bleiben, die sie sind. Und sie werden auch hoffentlich immer dieses Bund zwischen ihnen einfach behalten. Und ja. Bleibt so, wie ihr seid. And I love you. Ich liebe dich. Happy anniversary! We come to you!